dafür sorgen, dass du das nicht einsammelst hier von mir. Nö, kann ich, glaube ich, nur stoppen. Ich will das nicht. Lass das sein. Das ist ja gemein. Ich glaube, der effektivste Weg ist noch irgendwie, statt Viereckchen zu bauen, Rechteckchen zu bauen, oder? So kommen keine Lücken dazwischen. Hm. Und das merke ich gerade bei meiner Industrie. Da habe ich Rechtecke, Vierecke und auch große Vierecke und Rechtecke. Und die Rechtecke sind am effektivsten, weil da sind keine Lücken zwischen und die gehen durchgehend. So, Kohle. Boah, gleich ist sowieso wieder hier mein dummes Recyclingzentrum überfüllt und dann funktioniert es nicht mehr. Vielleicht haben sie das ja in der neuen Version gepatcht. Vielleicht. Gespannt. Was sind denn grüne Diamanten? Das ist sinnvoll, das gepatcht niemals. Halt dich für ein Gerücht. Ja. Wo fahren denn jetzt mein Müll halt? So, jetzt werden wir hier erstmal die Straßen ein bisschen auf. Ich sehe sie nicht. So. Ah, da. So. Langsam bauen sie ja schon richtig schöne nicht. Gebäude. Oh, ich habe zwei große Gebäude. Ja. Auch geil. Da muss wohl der Bulldozer her. Oh, die Dichte ist da definitiv groß. Und hier noch eins. Dann werten wir hier mal die Straßen auf. Da und... kein Geld mehr zum Aufwerten. Oh, jetzt wächst aber auf einmal alles bei mir. Na, ich glaube, okay. Ich muss mehr Parks bauen bei mir. Ich habe nicht so viele, fast gar nichts. Na, es geht nur. Und ich finde, also ich finde großartig zum Einkaufen. Okay, da ist er. Was? Ich habe hier Hightech-Industrie. Ist doch gut. Ja. Ich beschwere mich mal nicht. Fehlt so, wie ging es im Straßenupgrade jetzt nochmal? Muss ich das Ding anmachen, gell? Und dann einfach eine größere Straße drüber ziehen. Nein, du klickst auf die Straße. Ja, du musst erstmal dieses Upgrade tun. Ah, Straßen mit mittlerer Dichte. Genau, du kannst dann auch hoch oder runter stufen. Also hoch ist aber nicht verfügbar bei mir, nur runter. Ja, dann hast du schon eine hohe Dichte. Ah. Ja. Wenn es eine Straße mit einer hohen Dichte ist, kannst du nicht mehr weiter ausbauen. Eine Hauptstraße kannst du nicht draus machen. Weil eine Hauptstraße doppelt so breit ist wie eine normale Straße und das passt dann ja nicht. Was etwas doof ist. Ja. Ah, da habe ich die Hochschule. Okay. Okay, okay, okay. Na, die Feuerwehr kommt wieder nicht hinterher, oder? Ach, was waren sie da schon wieder? Schon wieder Wohlbefinden statt Wohlstand. Na, ich sollte Parks bauen. Ach, jetzt entwickelt sich meine Stadt auch richtig. Ah, habe ich schon fast plus 6000. Wow, das ist... Erst wie hier bei 5400. Ja, trotzdem, ich habe hier gerade 2700. Mal gucken, wie es den Jungs und Mädels so geht. Es gibt so viele Verletzte hier. Oh, ich habe gleich schon 15.000 Einwohner, das ist gut. Ja, hast ganz schön aufgeholt. Ich habe gerade bei 20.000 jetzt. Ich habe 25, also auch nicht so viel mehr. Na, da kommt ich baue nach deinem Muster so ein bisschen. Nach meinem, oder? Ja. Kannst ja mal meine Stadt angucken. Baum macht gerade noch die Straße. Wenn man so ein bisschen weiter weg vom Wald geht, sieht ja so platt gedrückt aus. Sieht ein bisschen doof aus, finde ich. Aber ich mache alles so mit Wald voll, was nicht besetzt ist. Das bringt nämlich auch nochmal so Wohlstand bei höheren Straßen. Wohngebiet brauchen sie ziemlich wenig, merke ich gerade, aber ich baue mal aus. Denn einige Straßen sind ziemlich voll.
Regionaler Flughafen, aha, kann ich jetzt bauen. Internationaler Flughafen freigeschaltet. Bei mir ist regional, also regional Nachricht, okay. Es gibt nur einen Stadtflughafen und den internationalen. So, probieren wir mal ein bisschen was aus. Ah, zu viele Kreuzungen. So. Möchte ich eigentlich verhindern. Geht an der Stelle aber nicht anders. Was so geil wäre, wäre noch so richtige Landwirtschaft wie in SimCity 4 damals. Ja, die gibt's aber nicht. Landwirtschaft in SimCity 4? Gab's auch nicht wirklich. Gar, konnte man zwar bauen, aber hatte keine. Ja, aber wer macht das denn? Ist man bescheuert? So ein riesiges Gelände und hast da einfach... Zum Teil ging das richtig gut, denn die Region richtig gut ausgebaut hat, das ging das richtig geil. Ja, also ich fand das richtig gut. Echt? Ja. Weil eigentlich hab ich... Sag mal, viel habe ich da auch nicht gemacht, aber ab und zu mal rumexperimentiert, war schon ganz lustig. Also mein Befinden nach Wohngebiet ist eigentlich ziemlich weit unten. Nur dieses Dunkelgrüne ist halt sehr weit oben. Ja, ich habe sehr hohen Bedarf an grünen, kleinen Billighäusern. Oh nee, da habe ich ziemlich wenig. Aber du könntest deine Stadt ja auch mal recht ausbauen. Den habe ich aber auch. Ich habe bei mir Nachfrage, Wohngebiet ist alles auf voll. Ich sehe eure Städte einfach leuchten. Da hinten ist der Kölner Dom. Den sieht man leuchten jetzt von dir? Ja. Cool. So ganz weit in der Ferne. Da hinten sehe ich in der anderen Stadt so ein gewelltes Gebäude. Kann das sein? Hat jemand so ein gewelltes Wohngebäude? Ja, das habe ich. Ja, genau. Das sehe ich von hier. Das leuchtet. Und da sehe ich, ist das ein Tokyo Tower? Nein, das habe ich nicht. Also ich habe nur ein bei dir. Ich meine jetzt bei Dennis. Nö, da ist nichts großartig. So eine rote Spitze. Rote Spitze? Die rote Spitze ist von Kraftwerk, vom Kohlekraftwerk. Ach so, ja, okay. Ja, okay, das kann natürlich gut sein. Das sind die Schornsteine. 14.900. Aber überlastete Straßen. Ich sollte updaten. Ja. Ja, dann wollte ich doch geguckt haben. Ich habe mehr Industrie gebaut und habe auf einmal weniger Lieferaufträge. Oder kommen die Lieferaufträge von den Wohngewerbeflächen? Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung. Aufträge, ich weiß es nicht. Ah, das kann ich hier noch updaten. Dann date ich aber die ganze Straße ab. Einmal durch. Einmal mitten durch. Zack. So haben wir mal einen Diamantpark gebaut hier. Man gönnt sich ja sonst nichts. Genau. Ich werde auch ein paar mehr... Ach... Oh, das sieht cool aus, wie die Sonne so aufgeht und... Bei mir ist 3:05 Uhr. Oh. Bei mir ist 0:16 Uhr oder so. 3:20 Uhr, kommt was hin. Na, was habe ich denn für eine Sympathierate? 73%. Ich habe übrigens noch den Chat an. Echt? Ich nicht. Könnte ich auch mal wieder anmachen. Ich glaube, der geht auch mit der Zeit immer wieder zu, oder? Ich glaube auch, ja. Ja, sobald du irgendwo anders hingehst, aus deiner Region raus. Achso, okay. Ja, das ist ein Unterschied. Das ist total dämlich. Ich mache ihn jetzt auch mal zu. Okay, damit habe ich jetzt 16.000 Einwohner. Aber zu viele Keime. Wie soll man denn bitte Keime senken? Ich weiß nicht mal, woher die Keime bekommen. Luftverschmutzung und du kannst, wenn du das große Krankenhaus hast, kannst du da auch irgendwie so ein komisches Zentrum bauen, das die Leute halt dazu bringt, irgendwie weniger Verschmutzung irgendwie zu. Die wollen einen Busbahnhof haben. Kann ich ja mal machen.
Warum eigentlich nicht? Was bringt eigentlich dieses Park and Ride? Ich kapiere die Beschreibung noch nicht so ganz. Die Leute fahren mit dem Auto dahin und von da aus dann mit dem Bus weiter. Gibt's sowas in echt auch? Das ist, finde ich, sinnlos.